Hallo, liebe Freunde. Wie ihr schon wisst, werden wir als Ungeimpfte hier im Abgeordnetenhaus von Berlin als Menschen zweiter Klasse behandelt. Wir dürfen hier nicht in die Kantine mehr nichts zu essen holen und auch nichts zu mitnehmen mehr kriegen. Die Altparteien versuchen uns quasi auszuhungern. Aber wir lassen uns natürlich nicht aushungern. Wir haben hier in unserer Teeküche eine Mikrowelle aufgestellt und dann gibt es halt jetzt bei so einem 12-Stunden-Tag hier im Plenum ein Mikrowellenfutter. Ist zwar nicht so gesund, wie ich sonst immer koche, wie ihr es sonst von mir gewohnt seid, aber natürlich lieber das als wie gar nichts, denn der Kampf gegen diese rot-rot-grüne Regierung aus SPD, Linke, Grüne macht halt auch hungrig. In diesem Sinne, guten Appetit!